Gallo, willkommen. Wir werden. Wir schaffen das wahrscheinlich sogar in 1, der Wahnsinn. Ich denke, er ist nicht für möglich gehalten, dass wir da in einen Rutschen kommen. Aber wir scheinen das hinzukriegen. Kaum ist Sonne verschwunden, sinkt die Temperatur. Was ein Wunder. Dann fahren wir einfach zu meiner Sonne und in den Sonnenaufgang. War doch schon lange. Ich wollte schon mal rechts, ne? Ich halte hier an. Fehle sich nicht ein. So, wo sind wir in der Zeit 15? Ja, in der Zeit 70 oder so und wir waren 55. So was in der Idee, glaube ich. Habe ich, meine ich, nee, bis auf in der Zeit 5. Oder in der Zeit 10 müsste noch sein. Ne, in der Zeit 8. In der Richtung Westen. Okay. Dürfen wir auch bald schneller fahren als nur 5,15 Miles Power. Huch. Ich wollte aber die 58 Miles Power haben. Turn second is the original instant messages. Ja. Schön. Warnblinkanlage, blinkt er rechts? Warum blinkt er rechts? Warum fahren da vorne so langsam? Muss ich rechts überholen oder wie oder was? Machen wir es mal europäisch und fahren rechts. Schöne kleine Rest Area. Weiter Richtung Phoenix auf der Interstate 8. Oh, wir dürfen 70 fahren. Juhu. Offenbar sind wir mittlerweile in Arizona angekommen. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Jetzt dürfen wir wieder 70 fahren. Hier sind wir sogar 75 fahren. Okay. Wollen die das sagen? Ja, aber wir haben immer noch den schlechtesten Motor drin. Oder den niedrigsten Motor. Oder? Ja.
auch machen könnten, nachdem wir unsere, nachdem wir den 200.000 hier die Werkstatt geupgradet haben und den ersten LKW haben von unserem ersten Fahrer, dass wir danach Motor und Schaltung hier reinklatschen, das Beste vom Besten, also hier 15 Gang Getriebe wird es dann ja wahrscheinlich sein, weil da halt der Retarder drin ist, oder 15 Gang Getriebe mit Retarder. Und dass wir danach, nachdem wir die erste Garage komplett ausgebaut haben und gefüllt haben, dass wir danach den LKW ein bisschen auch von außen verschönern und nicht nur von innen. Warum jetzt schon wieder 65 Miles per Hour? Mann, was stimmt bei denen nicht? Aber nur das Hin und Her, was nicht ausgeschildert ist, das geht mir auf den Keks. So, geht doch. Schwurlich. Wir werden hier wieder an einer Wayscale Station rausgefunden. Es hat lange gedauert, bis wir die Tempo erreicht haben, was wir gerade haben. Und wir wollen ja heute noch ankommen. Und leicht bergauf, man merkt es. Streamlabs Chatbot. Das ist ein dritter Update in 3 Tagen. Wir haben schon 2/3 der ganzen Strecke geschafft. Und das war ja nicht wenig. Und wir müssen noch zweimal, glaube ich, die Straßen wechseln. Heißt runter von der Straße. Mit der Gas. Also können wir erstmal den Hochgeschwindigkeitsabschnitt genießen. Und komplett auskosten. Da müssen wir schon runter. Zwei Drittel der Strecke haben wir noch vor uns. Ich wollte schon mal sagen, haben wir schon geschafft, aber das wäre gelogen gewesen.
Wir fahren also Richtung Phoenix. Warum soll ich für Luft stoppen? Dann kann ich doch gleich weiterfahren, wenn nichts kommt. Ist ja einsehbar gewesen. Fahren wir schon wieder Memorial Highway lang. Ah, 35. Und diesmal ist es kein Memorial Highway. Wundert mich ja ein bisschen. Ist auch jeder Highway. Und das geht schon wieder schnell bergab. Muss ich leider in der Bremse treten, da ich keine Möglichkeit habe. Das Ganze gemacht. Oh. Wie schön ist es hier. Und jetzt können wir Gas geben auf gut immerhin 65 Miles per Hour. Besser als nichts. Schon sind wir Phoenix. 55 haben wir gerade die 55, haben wir gerade die 58 Miles erreicht. Ah, ja. Aber war irgendwie klar. Heute ist uns nichts gegönnt. Ah ja, so abgesehen von den 100.000, die wir mittlerweile schon erfahren haben. Ja, wir sind wahrscheinlich mit einer Stunde an Ruhe, an Plus da. Oh, da oben ist ein Unfall gewesen, gut zu wissen. Gut, dass wir nicht erlangen mussten. Ist leider oben eng geworden. Wir wären zwar vorbeigekommen, aber es wäre eng geworden. Gas kriegen, um auf die 75 Miles per Hour zu kommen. Wir sind jetzt bei der Junction von der Interstate 17. Thank you.
hätte es nicht gewollt. Das ist nicht eingelenkt. Gang schalten, glaube ich, keinen Sinn. Dafür ist gerade noch zu viel bergauf und bergab. Flagstaff und Richtung. Ja, Richtung Flagstaff. Fahren wir gerade mal wieder. Der Interstate 17 Richtung Osten. Und die haben echt Probleme gerade, die 75 zu erreichen. Nee, wir fahren die Interstate 17 nach Norden. Okay. Achso, wir fahren die Interstate. Ja, schon, wir fahren die Interstate 17 ist gerade eher Richtung Nordosten eigentlich. Waren wir zumindest so? Ja, ja so, ja, ja doch, Norden kann man doch schon sagen. Ja, Nord-Nordost vielleicht. Aber wir wollen da mal nicht so streng sein. Norden passt auch. Und später fahren wir dann nach Osten. Wahrscheinlich werden wir von der Interstate 17 runterkommen. Dürfte da, glaube ich, aber tatsächlich in der Nähe von Flagstaff sein, oder? Bei Flagstaff sind wir doch gerade, oder? Ja, brems! Eine gute Idee. Nee, wir fahren gerade richtig. Ja doch, bei Flagstaff nach Flagstaff fahren wir auf der Interstate 40 nach Osten. Hätten Sie gerade den ganzen Verkehr hier auf. Und es gibt natürlich in der Kurve eine Baustelle. Welche Kurve verengt sich? Nicht meine. Also wollen wir mal gucken, wie sich die andere Seite einfädelt. Und uns ausbremst.
wir wollen gleich Richtung Holbrook fahren. Auf der I-40. Und verlassen damit die Interstate nach dem Norden. Die Interstate 17 und Norden, so war das gemeint. Um die Interstate 40 nach in Richtung Osten zu nehmen. Um den Lüftungsschacht dann in Gamblin. Na, Gallup, nah dran. In Gallup in New Mexico abzuliefern. Wir erreichen sogar gleich die 75, quasi 78 Miles per Hour. Ah, eigentlich können wir gleich bei Practice Mail bleiben, weil lohnt sich nicht wirklich in den Tempomat reinzuhauen. Da wir die 78 Miles per Hour eh nicht erreichen. Oder eher schwierig. Ein bisschen Zeit aufgeholt, was das Schlafen betrifft. Das heißt doch eher ein Plus von 2 Stunden als ein Plus von 1,50. Scher rein und fangen zu bremsen. Okay, dann noch nicht. Ja gut, dann gibt Gas und bremst währenddessen Gas, während du Gas gibst. Kann man auch machen. Und 65, wie auch immer. Warum war das schon wieder 65 Miles per Hour? Ich verstehe es nicht. Da war doch nichts. Es war genauso gerade wie jetzt auch, nur dass es bergab ging oder so. Selbst die kleinste Steigung bringt uns eine Verzweiflung, was Geschwindigkeit halt betrifft. Fahren, wenn es schon taghell ist. Seit ein paar Stunden. Guck mal, die Lampe können ja die Birne schon ein bisschen.
Aber mir gefällt das Sound immer noch. Davon kriege ich nicht genug. Und vom Mac erst recht nicht. Aber gerade wollen wir doch nach, uiuiui, nach Gallup. Wir haben es sogar beinahe geschafft. Sind ja schließlich nur 78 Meilen. Weiter überholen. Aber die übernächste oder die nächste, also nach der nächsten, müssen wahrscheinlich wieder raus. Also die nächste wirklich Abfahrt, die nächste ist ja auch wieder eher so eine. Wäre dann doch eher die nächste Abfahrt. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem nicht raus. Sehr schön, wir können jetzt umfahren. Das mag man auch umso besser als umso lieber. Die Deutschen wieder. Wir müssen jetzt immer noch nicht raus, aber bald doch die nächste müssen wir safe raus. Ja, wir sind schon bei Gallup, wo müssen wir nochmal hin? Ja, nach Gemstone Limited. Erster Aufenthalt in Gallup! Wupp wupp! Die Land of Enchantment. Gut, ich war zwar schon mal, glaube ich, in Gallup, aber 65. Zurückgesetzt wurde. Aber New Mexico habe ich wirklich komplett nicht gesehen. Also vielleicht zu 12%, 13%, 15%. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Okay, da vorne kann man Stunt machen. Ah! Highway. Ouch. Highway 26. 66. Haben wir immer noch die Umleitung? Also ist das so geschmissen, Frank? Dass wir immer noch die Umleitung haben.
Aber schön hier. Ist da vorne eine Zuglinie? Ja, war ich vorhin noch nicht. Ich kann mich jetzt mal nicht daran erinnern. Fucking Cops. Oh, eine neue Dings da, eine neue Firma vom Aufbau her. Sehr schön. So ist es nicht immer gleich langweilig. Okay, hätte ich nicht angekannt. Moment, der Zug geht an. Okay. Und was passiert jetzt? Der verschwindet doch bestimmt wieder. Nur Schaden. Okay. Haben wir auch mal Schaden genommen. Und Level 11. 10 meine ich. Gehen wir auf zerbrechliche Fracht. Take off. Take off. Take off. Take off.